Hallo zusammen, da bin ich wieder mit Let's Play zu Tenchu 2. Und genau. Ja, willkommen zurück. Wir waren ja gestern. Gestern haben wir ja die Dorfbewohner befreit, quasi. Von diesem komischen Typen mit der Sonnenbrille. Keine Ahnung, wie der hieß. Aber ja, genau. Jetzt sind wir hier halt und haben einen neuen Auftrag bekommen. Und zwar, wir sollen ein Krankendorf mal wieder aus dem Würgegriff des brennenden Morgen befreien. Also ich glaube, das wird jetzt langsam der Running Gag hier. Das ist immer das Gleiche, was wir machen müssen. Aber ist ja klar, was sollen Ninjas auch sonst machen, außer Leute beschützen, ne? Ja, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Ja, es ist endlich Freitag. Yes, yes, yes. Wochenende. Und ich habe... Was war das? Ach, da kämpfen Leute. Okay, ich verstehe. Die killen sich da irgendwie gegenseitig, habe ich das Gefühl, wa? So, wo ist der Gegner hier? Da! Da ist eine Frau. Ach, die steht auf einer Schräge. Die kill ich lieber mit dem Blasrohr. Nein, hier ist keiner. Das kommt davon, wenn du so blöd fragst. Da kriegst du direkt einen Giftpfeil in die Fresse. So, da unten ist der nächste. Ich benutze einfach direkt das Blasrohr, weil es ist einfach viel besser. Geht schön viel schneller und genau. Wenn ich Glück habe, gibt er mir das sogar wieder. Nein, der hat nichts, glaube ich. Nein, der hat nichts. Ja, genau, es ist Freitag. Ich habe den täglichen Stau hinter mich gebracht hier in meiner Region. Also Köln-Bonner Raum, das ist. Macht nicht Spaß, hier Auto zu fahren, aber deshalb bin ich jetzt auch leicht gestresst, aber ja, das wird sich alles jetzt im Laufe der nächsten Minuten nach Tenchu 2 regeln, wenn jetzt nicht hier wieder irgendeine Kacke passiert. So, zu den Gegnern ist mir noch was aufgefallen. Und zwar, das sind die Gegner vom brennenden Morgen. Nein, Mann, ich bin falsch rum. Oh, ich bin zu dumm gesprungen, ey. Oh, das darf ich doch nicht machen hier in dem Spiel. Oh, warum denn, ey? Das war schon wieder so ein dummer Fehler, weißt du? Das war schon wieder echt ein dummer Fehler. Den hätte ich auch einfach mit einem Blasrohr killen können, aber... Da will man es cool machen, ne? Und dann passiert sowas. Ihr kennt das bestimmt. So. Hier, zack. Einmal Kill von hinten. So, das ist ein Blasrohr, sehr schön. Genau, und hier in diesem Level gibt es auch Unschuldige. Ah, da. Soll ich so runter? Nein, ich kille. Oder? Oh, das hört sich so an, als wird der irgend so ein Kill passieren, ey. Nee, komm, ich mach den so. Einmal hier obligatorischer Kill von unten. Zack. Klack. Ja, das ist ein geiler Kill. So. So, einmal geht noch. So. Da. Da unten ist so eine Wolverine-Frau, wie wir sie von Ricky Maro kennen. Und zack. Weg mit dir. Ja, genau, wir sind auf der Mission quasi einer Krankenschwester. Wir sollen den kranken Leuten helfen. Allerdings auf eine andere Art und Weise. So. Ja. So, hier auf das andere Dach. Dann ist da... Ah, das ist die Itemkiste. Seht ihr das? Da ist die Itemkiste. So. Kill von oben. Mal gucken. Ja, Kill von oben. Zack. So. Der hat auch ein Blasrohr für mich. Sehr geil. Und das Item hier. Da ist endlich die Rauchbombe, die ich noch vermisst habe. Die gehört doch zum Standardrepertoire eines jeden Ninjas dazu, ey. Die Rauchbombe. Endlich habe ich sie. Ah, seht ihr das? Da ist so ein Krebspatient oder was auch immer. Schaut euch das mal an.
Der sieht heftig aus, naja. Das ist jetzt nicht unser Thema. Ja, wobei doch eigentlich schon, aber unser Thema ist eher das da. Oh, der steht wieder. Ah, Mann! Warum bin ich denn hier unten? Der steht wieder auf einer Schräge, das heißt Blasrohr-Action. Genau. Zack. So, aber Keltrops bekommen. Oh. Hier ist Wasser, okay. Ist das jetzt hier Claudius Therme für Arme oder was? Naja. Wahrscheinlich die Claudius Therme von Ayame. So in etwa. Aber hier ist, glaube ich, nichts mehr. Nein, hier ist nichts mehr. So. Dann haben wir hier die Ecke abgesucht. Was? Wo ist der Da, boy, ey. Das war knapp, Alter. Da ist diese Frau. Zugenähte Fresse. Sie sind wieder da. Ich merke es schon. So. Ah, ja, ja. Einen Augenblick mal. So. Da war gerade ein Soundbug bei mir. Boah, drei Items, ey. Das ist gut, ey. Ja, wahre Schwestern helfen sich halt, ne? Frauenpower sozusagen. Aber das hier ist ein relativ kleines Level, glaube ich sogar. Ah, guckt mal. Da ist der nächste Gegner. Zack. Hey! Warum hat das nicht getroffen? Egal, komm. Egal. Eine Granate, sehr gut, ey. Geile Items haben die hier. Oh. Da oben. Blasrohr, komm. Ja, nice. Sehr schön. Ich glaube, das wird ein kurzer Part, wenn das wirklich... Wenn das alles ist jetzt. Ah, nee, aber ich glaube, in diesem Level gibt es eine Gemeinheit. Und zwar hier gibt es drei Bosse. Stimmt. Hier gibt es drei Bosse. Das habe ich total vergessen, ey. So, da unten. Da ist doch jemand. So, komm schon, dreh dich. Ja, so will ich dich sehen. Komm schon. Hol sie runter. Yes. Der Assassin... Ah, nein! Wo denn, ey? Oh, ich wollte gerade sagen, der Assassine vom Dienst hier, aber dann kommt so ein scheiß Pfeiltyp und sieht diese Frau, ey. Mann, das ist doch... Wo ist der? Da oben. Oh, zweimal entdeckt worden. Weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt noch reicht für Dings. Großmeister, ey. Das könnte knapp werden, ey. Das könnte richtig knapp werden. Zweimal entdeckt. Bei nicht so vielen Gegnern. Weiß ich nicht. Ah, da unten ist wieder ein kranker Mensch. Und die ist auch krank, aber auf eine andere Art und Weise. Das ist nämlich ein Gegner. Headshot. So, komm schon. Nein! Ho, was? Was war das? Hä? Was war das bitte? Der hat die Leiche gesehen und rennt jetzt hier hin. Ey. Ey, was für Unschuldige sind das? Jetzt mal ehrlich, das sind doch keine Unschuldigen. Als Unschuldiger renne ich doch nicht dahin, wenn... Wenn ein Gegner stirbt. Jetzt mal ehrlich. Was soll das denn? Oh, da ist der nächste Unschuldige. Oder Gegnerpatrouille, so nenne ich die ja gerne, ne? Ja. Ist doch gut, Mensch. Geh weiter da Krankengymnastik machen. Da ist noch einer. Ich glaube, in die Richtung ist nichts mehr. Ich glaube, das war's schon hier an Gegnern, wa? Ja, dann wird's heute leider ein kurzer Part. Weil ich
Mir bleibt jetzt nichts anderes übrig, als zum Boss schon zu gehen, ne? Beziehungsweise zu den Bossen. Hier sind ja drei. Ach du... Scheiße. Passiert irgendwas, wenn ich da reingehe? Ich probiere es mal. Nö, das ist einfach... einfach nur ein Troll. Okay. Alles klar. So, was ist... Da ist dieser Kranke, ne? Pack dein Schwert aus. Da ist dieser Kranke, oder? Ja, da ist dieser Kranke, okay. Alles klar. Nee, dann müssen wir zu den Bossen. Alles klar. Cutscene. Ich habe erst 20 Minuten gespielt. Oh! Ich mach mal ein bisschen leiser. So. Haben die geknutscht? Okay. Tatsumaru hat was mit Kagami im Laufen, okay. Naja. Tatsumaru! It is you! I knew you weren't dead! I just knew it! But what are you doing here? They're the enemy! And who's that woman? Oh, it is so good to see you! Do I know you? Ha! Very funny. You big jerk. No, I've never seen you before in my life. What do you mean? It's Ayami of the Azuma Ninja. Come on, Tatsumaru! Look, I don't know any Tatsumaru. I'm Seiru, Lord of the Burning Dawn. Goodbye. Wait! Please! Don't go! Yeah, you know. Lord Seiru, we will deal with this little nuisance. I... Very well. Tatsumaru! Not so fast, girl. We'd like a word with you. Was ist das denn für Typen, ey? We are the servants of the Burning Dawn. Ach, du Scheiße, Alter. Oh, shut up! Out of my way! Wow, okay. Die sind sehr lustig, die drei Typen auf jeden Fall. Mit Zunge rausgestreckt und so. Richtig ekelhaft. Naja, ich muss jetzt hier erstmal Pause machen. Es tut mir leid, aber ich habe gerade einen wichtigen Anruf bekommen und... Den muss ich erstmal beantworten. Also, dann sage ich mal... Ja, Moment. Dann muss ich erstmal hier... So, bis gleich dann. So, meine Freunde. Ja, da bin ich wieder mit Let's Play Tetenshu 2. Und ich werde direkt vergiftet hier. Ey, was soll das denn? Lasst mich doch erstmal hier wieder ankommen, ihr Gegner. Ey. Boah, nerven die, ey. Nee, das war gerade ein richtiges, wichtiges Telefonat. Deswegen musste ich da mal dran gehen, es tut mir leid. Aber das hat sich jetzt geklärt und dann kümmern wir uns jetzt mal um die Gegner hier. Ja, zack. Ey! Boah, ey. Was ist das denn? Da drei Gegner. Wow, Alter. Holy shit. Alter, wie soll ich das machen? Ich glaube, hier brauche ich Items. So, zack, zack, zack. Ey. Zack, 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 zack. Und zack. Nee. Gas hier, komm, Gas. Boah, ich muss mich gerade übelst konzentrieren. So. Ey, das ist ja heftig schwer. Nein! Meine eigene Cremefüße. Oh mein Gott, was ist das denn hier, ey? Scheiße. Oh. Und... Granate, komm! Lauf da einer rein, komm schon! Ja, sehr schön. So, noch eine Granate. Und zack, 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 zack. Zack, zack. Oh mein Gott, ey. Oh nein, nein! Fuck! Scheiße, ich muss mal hier
Ah, jetzt. Ah, jetzt. Ah, jetzt. Okay, alles klar. Nichts passiert. Oh, diese Gegner. Alter. Wie soll man das gegen drei Gegner machen? Rauchbombe, komm. Und jetzt hier. Zack. Eieiei. Oi. Nee, keine Ahnung. Keine Ahnung, wie ich das machen soll. So. Alter, ist der schnell. So, und befrei, komm. Ab in die Fresse damit. Boah. Oh, Keldrops, komm schon. Keldrops, Keldrops, Keldrops. Und Schuriken. Ja, okay. Das geht auch. Schuriken. Und zack. So. Du bist jetzt als erstes fertig hier. Freund. So. Dann haben wir hier den Pfeil hier. Zack, nein, nicht getroffen. Shit, egal. Was? Die haben Items? Seit wann haben die Items? So, komm schon. Zack, da ist der nächste tot. So, wo ist der andere? Das ist der Dumme, glaube ich. Der Frosch. Ja, der Frosch, da hinten ist er. Ja, Granate. Ja, ich bin auch dumm. Ah, Mann, nee, komm, jetzt hier. Zack, 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 zack. Zack, 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 und zack. Ja, geschafft, ey. Boah, drei Gegner gekillt, ey. Yes. So, das war's. Tatsumaru! Tatsumaru, where are you? Alles klar, so, haben wir das. The Ninja Village. Und? Ah, Ninja Meister, ey, fuck. Habe ich dreimal entdeckt wurde, ey, das ist doch scheiße, Mann. Das ist doch richtig blöd. Aber ich weiß es nicht. Zählt das jetzt von dir? Ich habe keine Ahnung. Egal, komm, mach next. Und weiter geht's. Kann ja nicht jedes Mal Großmeister werden, ne? Das wäre ja unmenschlich. So. Einmal abspeichern. So. Alles klar. Dann schauen wir mal, was jetzt passiert. Na komm. Ah ja, okay. Ich weiß, was das ist. Ja. Hm? Genau, da haben wir mal wieder ein Zusammentreffen mit Rikimaru. Aber sie geht weg, okay. How could Tatsumaru have forgotten his oath to the master? And how could he not remember me? Ah ja, der Kirschbaumhügel, okay. Das ist unser nächstes Level. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Ja, was haben wir gesehen? Also wir haben die drei komischen Freaks da gekillt. Und dann hat Ayame auch Wind bekommen, dass das Ninja-Dorf angegriffen wird. Sie kam aber zu spät. Rikimaru hat schon alles erledigt, sozusagen. Sie hat den Rikimaru die Arbeit machen lassen. Und ja, dann hat sie den toten Meister gesehen und Lady Kagami und Tatsumaru sind abgehauen. Und sie wundert sich jetzt, warum Tatsumaru alles vergessen hat. Ja, das ist auch sehr interessant. Also warum hat er alles vergessen? Wegen einem Aufprall? Glaube ich nicht, oder? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall machen wir morgen weiter.
Ich würde sagen, ja, dann rendere ich jetzt mal das Video und lade das gleich hoch und bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Und ich würde dann mal sagen, bis morgen oder bis Montag, je nachdem, wann ich zum Aufnehmen komme. Alles klar, ciao, ciao.